Video von mir. Und zwar ein kleiner DM-Haul. Ich war gestern kurz im DM, eigentlich nur wie immer Sachen für meine Kleine kaufen. Aber wie ihr wisst, ohne irgendwas anderes komme ich da nicht raus. Wird aber nicht nur mir so gehen. Und ja, es soll einfach ein kurzes, kleines, knappes Video werden. Ich zeige euch die 5 Sachen, die ich gekauft habe. Und zwar habe ich mir meine geliebte Dr. Kaufmanns Haut- und Kindercreme in der Miniaturausführung gekauft. Normal ist die ja ein bisschen größer. Das sind jetzt hier 30 Milliliter und ich liebe diese ja, um sie mir abends eigentlich direkt im Bett, die liegt immer auf meinem Nachttisch, auf die Lippen zu geben, weil ja, seitdem ich das mache, sind die Lippen einfach total geschmeidig und gar nicht mehr trocken und ich finde, eine bessere Lippenpflege habe ich bisher noch nicht gehabt und ich mache sie mir auch abends sehr, sehr gerne unter die Augen, weil ich auch oft etwas trockene Stellen oder ja, die Haut etwas trocken ist unterm Auge und ja, die ist sehr, sehr fetthaltig und aber ohne Wasser, also ja, das finde ich sehr, sehr gut und besteht ja somit fast nur aus Vaseline und Fett und ich finde, sie pflegt sehr, sehr gut die Haut und ist sehr reichhaltig. Und ja, die habe ich mir jetzt einfach nochmal in klein geholt. Ich weiß noch nicht genau für was, weil eigentlich benutze ich sie nur abends im Bett, aber vielleicht werde ich sie einfach in die Handtasche tun oder so. Ich wollte sie einfach kaufen, die war jetzt nicht so teuer, ich glaube 55 Cent da in diesen Aufstellern, wo es immer diese Mini-Sachen gibt, ne? Dann habe ich mir ein neues Rasiergel geholt. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine LE ist oder so, weil das so bunt verpackt ist. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich benutze sehr, sehr gerne Rasiergel und nicht Schaum. Ich mag einfach die Konsistenz von dem Gel mehr, wenn sich der Gel so in Schaum verwandelt, wie wenn es schon von Anfang an Schaum ist. Und das ist hier von Balea Sunshine Look at Me Summertime. Für empfindliche Haut ist ja auch immer gut. Ich meine, beim Rasieren, wer hat das nicht? Also ich habe es. Ja, das werde ich mal ausprobieren, habe ich noch nicht. Ich weiß also auch nicht, wie es riecht. Ich hoffe, es ist sehr gut, sehr sommerlich. Und was es gekostet hat, weiß ich auch nicht mehr. Ich schätze, vielleicht 1,50, 2 Euro oder so. Ich habe leider den Kassenzettel gestern weggeworfen. Sorry. Und dann habe ich noch 2 Dinge von einer sehr guten Freundin empfohlen bekommen. Und zwar ist das von Dove Hair Therapy. Eine Feuchtigkeitspflege und zwar ist das wohl auch neu. Und zwar Kennbarkeit und Geschmeidigkeit, ein entwirrendes Pflegespray. Das soll die Haare ja, entwirren, beschwert nicht, revitalisiert trockenes und strohiges Haar. Und das ist auch so in 2 Phasen wieder, also das muss man auch gut schütteln. Steht auch hier oben drauf. Gut schütteln, verwendbar auf nassem oder auch trockenem Haar. Also kann man auch mal zwischendurch reingeben. Ich habe es auch noch nie probiert. Ich glaube, ich mache es mal kurz. Ich will wissen, wie es riecht. Ja, riecht sehr gut. Riecht irgendwie ein bisschen nach Kokos. Und ja, das soll eben auch mal zwischendurch die Haare wieder etwas auffrischen und mit ja, so Ölen einfach vielleicht ein bisschen Glanz verleihen. Und ja, was ist da drin? Weiß ich gar nicht, riecht wirklich ein bisschen nach Kokos, finde ich. Ah, ja, ist Kokos drin. Unter anderem natürlich. Und viele andere Sachen. So wie wahrscheinlich viele Silikone. Aber es riecht sehr gut, wirklich. Sehr frisch, sehr sommerlich. Das hat, glaube ich, was um die 3,50 gekostet, glaube ich. Dann habe ich noch eine Bodylotion, die ist wohl auch neu, von Nivea. Und zwar von Happy Time, frischer Duft von Orangenblüten für normale bis trockene Haut. Finde ich auch sehr gut, weil ich habe ja auch sehr trockene Haut oder neige zu eher trockener Haut. Und ja, sie hat auch gesagt, es würde sehr gut riechen. Ich habe sie auch noch nicht ausprobiert. Machen wir gleich mal, wie es riecht. Oh ja, riecht sehr gut. Oh, riecht sehr gut. Sie riecht sehr, sehr frisch. Und sehr sommerlich, wirklich. Und ganz, ganz leicht nur nach Orange, aber sehr gut, sehr sommerlich. Oh, damit tue ich mich heute nach dem Duschen eincremen. Ich habe gestern noch die andere genommen, diese Himbeersorbet, wo ich habe. Aber die werde ich jetzt abwechseln. Dann rieche ich abwechselnd einmal nach Himbeer und einmal nach Orange. Sehr gut. Ich glaube auch so zwischen 2 und 3 Euro, glaube ich, hat die gekostet. Und dann hat diese besagte Freundin, die mir die beiden Sachen empfohlen hat,
mich gefragt, ob ich in meinem DM nach dem WhatsApp Beach Babe Bronzer gucken kann, wo auch die Fanny Pilgrim, die Mira, ein extra Video drüber gemacht hatte. Ich habe den auch, aber nicht in der Farbe Hazelnut, sondern in der Farbe Karamell. Und sie hatte ja den Hazelnut empfohlen und sie wollte ihn unbedingt haben und bei ihr im DM gab es das nicht mehr und bei mir auf dem Dorf da hinten, da gibt es als noch so ein paar Sachen länger, wo ich zumindest immer hingehe, weil ich gehe selten jetzt in der Stadt. Ich gehe extra bei uns hinten im Eck, weil es da die Sachen einfach länger gibt. Und dann habe ich geschaut und es gab ihn noch und ich habe ihn dann mir auch mitgenommen, weil ja, dann hat man immer irgendwie Panik und denkt, oh, das ist so ein tolles Produkt und es hat, glaube ich, 3,49 € gekostet und das ist ja auch wieder in der LE und die hatten noch drei. Und dann dachte ich, okay, nehme ich zwei mit, einen ihr und einer mir. Jetzt habe ich sozusagen den Karamell, den habe ich schon, den habe ich auch schon des Öfteren benutzt. Und jetzt habe ich auch noch den Hazelnut und das ist dieser hier. Die Mira hat ja, wie gesagt, auch ein extra Video darüber gemacht. Das könnt ihr euch ja auch gerne mal anschauen. Das kann ich euch auch mal in die Infobox verlinken, das Video. Da ja, berichtet sie ausführlich drüber und das ist die Farbe 020 Hazelnut. Ein sehr, sehr schöner Ton, ist auch matt und nicht glänzend, was ich auch sehr, sehr gut finde. Kann ich den jetzt swatchen? Ist das meiner? Ja, das ist meiner. Ihrer liegt vorne. Weil ich habe meinen auch schon einmal benutzt. Ja, hier ist sehr, sehr dezent, ohne Schimmer. Man kann ihn aber sehr gut aufbauen. Also ich finde, das hat die Mira auch im Video gesagt, eigentlich nicht schlecht, wenn der Bronzer etwas dezenter ist und man kann ihn aufbauen, weil im Winter ist man ja vielleicht auch wieder ein bisschen blasser und so weiter, da will man ja vielleicht nicht so einen krassen Bronzer haben und man kann ihn dann auch schön aufbauen. Hier bin ich jetzt auch da zweimal drüber und ist eine sehr, sehr schöne, warme Farbe und finde ich gar keinen Rotstich oder Orangestich und ja, wie gesagt, der hat, ich glaube, 3,49 € gekostet und wenn ihr wollt, könnt ihr euch das Video von der Mira ja auch mal anschauen. Und ja, das waren meine 5 Sachen eigentlich schon, die ich euch zeigen wollte. Falls es euch interessiert, was ich heute auf den Augen trage, das ist nämlich das neue MAC Pigment, wo ich mir in Frankfurt auf dem YouTuber-Treffen gekauft habe, das Blue Brown, was ich sehr, sehr geil finde. Ich habe es gerade eben zum allerersten Mal ausprobiert und ich finde das einfach so geil. Beachtet man nicht meine Augenbrauen, die sind wieder fällig. Wenn ich das Licht anmache, seht ihr auch nicht wirklich mehr. Es ist so eine geile Farbe, finde ich. Also das schimmert in so verschiedenen Farben. Ich habe nur das drauf, nur das Pigment und habe aber nur hier innen und ganz leicht hier oben von Kiko so einen weißlichen. Aber alles, auch das, was hier bräunlich schimmert, ist das gleiche Pigment wie hier unten. Das sind einfach jetzt die Lichtverhältnisse, je nachdem, wie sie aufs Auge strahlen und welchen Winkel das Auge jetzt hat. Ja, dass die Farbe einfach anders rüberkommt. Hier unten ist es jetzt grün und hier oben schimmert es dann bräunlich. Wenn ich mein Auge jetzt bewege, seht ihr, es ist überall der gleiche Schimmer. Aber es sieht so zweifarbig changierend aus und ich finde das ganz, ganz toll. Also ich habe es jetzt eben zum ersten Mal probiert. Sorry. So, sorry, das war das Telefon. Ja, also mein Video ist somit jetzt auch fertig. Ich habe euch die 5 Sachen gezeigt und auch mal kurz noch dieses Pigment. Ich habe das gerade eben zum ersten Mal benutzt, also ich werde noch ein bisschen austesten und so, aber ich finde es schon wirklich sehr, sehr schön auf dem Auge. Und ja, was wollte ich euch noch sagen? Ich wollte euch noch sagen, dass ich jetzt auch Instagram habe. Also ich hatte es vorher auch schon, aber nicht als Miss Stylish, sondern eher so privat. Und habe das jetzt alles ein bisschen umgeändert und benutze es jetzt auch als Miss Stylish. Da könnt ihr mir sehr, sehr gerne folgen. Ich habe es gestern auch mal kurz in YouTube gepostet. In YouTube sage ich, in Facebook. Da könnt ihr mir auch folgen. Und Twitter natürlich auch. Ich verlinke euch alles in der Infobox. Und wie gesagt, ich habe jetzt seit gestern auch Instagram. Da findet ihr mich auch unter Miss Stylish, so wie überall. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn ihr mir da auch folgen würdet. Da poste ich auch ja, täglich oder wann ich irgendwas habe, Fotos von ja, Augen, Make-ups, Nägeln, was auch immer. Alles, was mir so einfällt. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr mir da auch folgen würdet. Und ich verlinke euch einfach alles in der Infobox. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal.